Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Desert Skies. Also, wir schauen uns heute nochmal diese Area 51 hier an, wo wir gelandet sind. Ich habe soweit alles vorbereitet, gegessen, getrunken und wie zivilisierte Menschen das so tun, benutzen wir jetzt auch hier den Treppenabgang und machen sogar die Tür zu. Moment mal, und zwar auf beiden Seiten. Ja, nicht schlecht. Hä? So, Inventar ist leer, passt. Können wir loslegen. Auch da weiß ich jetzt nicht, ob sich da noch irgendwas getan hat. Aber wir werden es rausfinden. Ich meine, es ist auf jeden Fall eine nette Location. Und zumindest der Loot ist ja bekanntlich... Moment, hatten wir das schon? Ach, eine Schematik. Okay, ja, wie krass. Dann können wir ein Bett bauen. Geil. Das muss auch neu sein. Oder ich habe es einfach übersehen beim letzten Mal, als ich hier war. Erstaunlich. Nikola gibt ein Vermögen für seine Experimente aus, will uns aber keine vernünftigen Betten kaufen. Okay, das ist ein bisschen Hintergrundstory. Oder hatte ich die Bettschematik schon mal? Kann mich jedenfalls nicht erinnern. Naja, und wie gesagt, also der Loot ist ja hier auch anders geworden im letzten Update. Deswegen finden wir jetzt vielleicht auch ein paar mehr oder bessere Sachen. Alkohol können wir mittlerweile da lassen. Schauen wir uns erstmal die ganzen Hütten an und dann ist ja da unten irgendwo dieses Labor. Irgendwo im Keller versteckt. Auch putzig. Was haben wir denn hier? Kein Bock. Also er macht ja Forschungen und forscht auch unter anderem eben an dem Seeker und ich glaube, er ist auch derjenige gewesen, der schon mal einen getötet hat. Das war auch nett. Das kann man mitnehmen. Geil. Cool. Kommt aufs Schiff. So, jetzt frage ich mich gerade. Sind wir noch schnell? Na, egal. Passt schon. Fläschchen voll machen, nicht vergessen. Auch wenn es nicht notwendig ist, aber Collect. Und das war es eh schon. Schön. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ja, stimmt, hier die Vorrichtung ist schon auch nett gebaut. Ne? Das ist halt, ich glaube, Hintergrund ist, glaube ich, auch der, dass hier das erste Luftschiff gebaut wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Und das wird wohl genau hier passiert sein. Aber ich glaube, machen kann man da auch nichts an dem Ding. Man kann nicht mal... Ja, man kommt schon... nee, eher nicht. Hier kann man auch nicht dran drehen oder so. Das wäre natürlich auch noch irgendwie nett, das Ding so mit einzubauen, dass man das benutzen kann und irgendwelche Upgrades vielleicht am Schiff anbringen, die man so im normalen Baumodus halt nicht hinbekommt. Wäre irgendwie cool. So, kommt man hier eigentlich hoch? Geht wahrscheinlich auch nicht. Wir schauen uns erstmal draußen ein bisschen um. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Post gibt's keine. Seeker wird abgebrochen. Wie gehabt. Also ich denke mal nicht, dass sich das hier irgendwie verändert hat mit dem letzten Update. Hier kommt man doch auch irgendwie hoch. Ah genau, hier über die Leiter, die hier angelehnt ist. Tesla Tower Schematik. Machen kann ich damit nichts mehr. Ich kann es nur lesen und dann erahnen, was hier so passiert sein mag. Also irgendwie soll ja der Blitz hier mal einschlagen. Ich vermute mal, das wird auch noch irgendwann vorkommen. Wird irgendwann noch passieren und dann kann man in diesem Labor da unten wahrscheinlich irgendwelche verrückten Dinge erleben. So, das Labor, den hier schicken wir gerne nochmal weg. Schon hier. Ah, Nägel. Wer legt den Nägel hier neben dem Klo ab? Merkwürdig. So, aber der Zugang zum Labor ist ja, glaube ich, irgendwo hier drin. Wo war der nochmal? Na, willst du wohl? Ich glaube, hier hinten, oder? Ja, genau. Haben wir geöffnet. Ich glaube, Seeker kommt mir eh nicht hinterher. Ne? Wir machen hier trotzdem mal zu. So. Ich höre irgendwas. Aber ich glaube, das ist einfach... Ja, das ist der Seeker da oben irgendwo. Hier wird der schon nicht reinkommen. Seeker-Figürchen, die nehmen wir natürlich mit. Den Wobblehead. Stimmt, ich wollte ja auch noch ein paar Regale bauen. Allerhand Ingredienzien und
Tinkturen. Ja, das hat man ja alle schon, ne? Oh, krass, war der beim letzten Mal da auch drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, man kann das Ding ja anschmeißen irgendwie. Wie war das nochmal? Muss ich erst den Hebel betätigen? Ah, okay. Genau. Und dann kann ich hier nochmal Knöpfchen drücken und dann werden hier praktisch diese Kammern aktiviert. Ja, da hat sich aber schon ein bisschen was getan, oder? Das war doch beim letzten Mal hier nicht drin, dieses Viehzeug. Und diese Schlange hier. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das war beim letzten Mal nicht so. Ich versuche das mal bestmöglichst hier auszuleuchten, die ganze Geschichte. Und dann müssen wir hier noch mehr Knöpfchen aktivieren, glaube ich. Damit man das ganze Ding hier in Gang bekommt. Das ist er, glaube ich, oder? Der Forscher. Also es kommt mir anders vor als beim letzten Mal. Und wo aktiviere ich jetzt die restlichen Dinger hier nochmal? Ach, okay, das kann ich jetzt. Okay, alles klar. Ja, alles klar. Das ist schon anders, oder? Also an den Kollegen hier kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Und an den hier offen gesagt auch nicht. Alligator oder sowas. Ja, wenn man sich das so anschaut, einer ist wohl ausgebrochen und hat ihn hier dahin gerafft. Ja, da bin ich mal gespannt, was sie mit diesem ganzen Kram noch zu tun gedenken, weil das wird ja wahrscheinlich schon irgendwann halt so ein bisschen tiefer in die Story integriert und da werden hier schon irgendwelche Dinge passieren. Bislang ist es ja eher nur so Kulisse, die sieht nett aus. So, schauen wir mal, hier hinten hat es ja auch noch irgendwie ein bisschen was. Ich vermute mal sogar, dass man hier irgendwann kämpfen muss. Gold Bullet Schematic, Seeker Claw Alkohol. Oh, also die könnte ich jetzt hier herstellen, wenn ich diese Dinge hätte. Aber ich habe diese Dinge nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal die Seeker Claw, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber das muss ich ja eigentlich auch... Das glaube ich... Ich kann auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, die entsprechende Werkbank kann ich sowieso auf dem Schiff bauen. Hier war auch irgendwas Größeres angekettet. Messer haben wir schon. Naja, haben wir zwei Messer. Hier gibt es, glaube ich, nichts. Ein paar Nägel. Sieht aus wie so eine Zitronenflasche, ne, mit diesem ekligen künstlichen Zitronensaft. Lederschürzen. Okay. Hä? Hier geht das Baumenü an. Wieso das denn? Da sind wir vielleicht jetzt unterm Schiff. Das kann natürlich sein. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen was auseinanderbaue. Oder kann ich hier Sachen hinbauen? Na, ich bin jetzt wahrscheinlich... Hier über uns ist wahrscheinlich das Schiff. Kohle? Was war das andere noch? Salpeter, oder? Sulfur, okay. Na, schön. Na, mehr gibt es hier, glaube ich, auch nicht zu holen. Geheimgänge oder dergleichen sehe ich hier auch nicht. Ah, wird bestimmt noch interessant, die ganze Geschichte hier. Davon gehe ich aus. Und vielleicht ist das dann auch einfach schon mal so die Vorschau. Ich habe es ja schon gesagt, es werden noch andere Gegner dazukommen. Und vielleicht ist das dann schon mal so ein bisschen der Vorgeschmack auf die kommenden Monster. Ist auch echt schwer zu erkennen, was das sein soll. Aber irgendwas Krabbelndes, glaube ich, mit sechs Beinen. Hat einen Touch von Half-Life, die ganze Geschichte, ne? Und er hier drüben eigentlich auch. Ne, wobei, okay, eher vielleicht nicht unbedingt. Und einer ist ausgebüxt. Na gut, wir lassen das mal so stehen. Das hat man schon, oder? Die Würmer.
Ja, die werden sich wahrscheinlich auch genauso verhalten. Also die rollen sich dann irgendwie in Bälle zusammen und rollen weg. Und dann greifen sie irgendwie wieder an. Bin mal gespannt. Oh, ich muss trinken, sehe ich gerade. Und essen sollte ich auch. Wir uns einfach mal schnell hier so eine ungekochte Dose rein. Haben wir hier hinten noch irgendwas übersehen vielleicht? Nope, nope, nope. Gut. Dann wieder hoch. Ihr Kollege Seeker wahrscheinlich bereits auf uns wartet. Ja, lässig. Gefällt mir. Licht an, ganz wichtig. Bevor man geht, immer Licht anmachen. So ein Amboss. Ach so, Inventar ist eh voll. Gut. Dann nehmen wir jetzt nur noch die Sachen mit, die stacken. Und dann können wir uns verziehen. Moment mal, ist das Ding hier? Nee. Macht einen ganz schönen Lärm da unten, das Labor. Naja, ich denke mal, dass man tatsächlich dann irgendwann halt so einen Blitzeinschlag herbeiführen wird. Ich denke mal, dass das der Plan ist für die ganze Geschichte hier noch. So, nehmen wir das Holz noch schnell mit und dann brechen wir auch wieder auf. Auf jeden Fall haben wir jetzt. Oh, Scheiße. Schlechtes Timing. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal eine Schematik für das Bett. Das heißt, wir können uns jetzt mal vernünftig ablegen. Und dann dürfte unser Heini bis zur nächsten Folge ganz vorzüglich ausgeschlafen sein. Bestens ausgeruht. Ach, lass mich doch mal in Ruhe hier, während ich meinen Müll hier aufsammle. Na schön, wird eh schon wieder dunkel. Gebäude, glaube ich, haben wir jetzt alle mitgenommen, ne? Das Funk. Ah, okay, das sieht man tatsächlich jetzt auch, wo es ein bisschen dunkel wird. Von hier außen ganz gut. Cool. Naja, alles durcheinander gebracht. Dann mal ab durch die Mitte. Einsteigen. Auf 220 Grad gehen. Umschalten auf Diesel. Was? Ich kann. Ach so, ich darf hier noch nicht weg, weil ich. Ah, die Seeker-Claw muss ich noch finden. Dann machen wir uns vielleicht mal Licht und sortieren uns aus. Okay, die muss ich also hier finden. Ich verstehe. Und was stand da? Ich glaube, irgendwie, die wird beim Labor liegen, oder? Das Labor vom Boss. Ach nee, 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 alles klar, alles klar. Man sollte die Sachen noch einfach lesen. Ich muss die Seeker Claw hier schon irgendwo rumliegen haben. Und die muss ich dort unten researchen. Sehe ich das richtig? Das ist ja nur der Wobblehead. Okay, jetzt, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Habe ich diese Seeker Claw denn überhaupt schon? Oder muss ich den Kollegen jetzt zur Strecke bringen? Geht aber nicht, weil ich mir keine Knarre leisten kann. Ich meine, ich war halt schon x-mal bei diesem Canyon und da liegt ja, glaube ich, so eine Seeker Claw rum. Scheiße, das könnte jetzt ein Problem sein. Wisst ihr was? Wir hängen erstmal ein Bild auf. So schaut's aus und dann lösen wir das Problem. Ich brauche wahrscheinlich wirklich eine richtige Wand. Und ich habe hier überall nur Fenster verbaut. Kann das sein? Oder muss ich das Ding umdrehen? Nee. Ah, schade. Okay, kommt erstmal in die Kiste. Die kommt erstmal in die Kiste. Das Bild kommt in die Kiste. So, wir trinken mal schnell so ein bisschen aussortieren. Ich renne einfach ungern mit vollem Inventar durch die Gegend und dann müssen wir uns die Sache mit der Seeker Claw anschauen. Auf dem Oberdeck habe ich auch schon Kisten, die ich da schon ziemlich lange habe. Da könnte die drin sein. So, komm, den restlichen Scheiß. Müllkiste ist auch schon voll. Und die ist auch gleich voll. Ich habe einfach zu viele Dinge. Zu viele Besitztümer. Na komm, dann lassen wir sie einfach die Scheißdose. Und wir naschen nochmal hier von den leckeren Früchten. So, dann Seeker Claw. Oder finde ich die tatsächlich hier auch? Ah, da ist er doch. Da ist er doch.
habe ich nicht gesagt. Was liegt denn hier eigentlich noch alles rum? Rudimentäre Werkzeuge, das ist noch ein bisschen Holz, das sortieren wir gerade mal weg, weil das vergesse ich sonst nur. So, okay, dann muss ich da jetzt runter und ich glaube, Alkohol war auch noch gefragt, oder? Wird mir das hier angezeigt? Nee. Glaub, unten lag auch Alkohol rum, aber wir nehmen mal vorsichtshalber was mit hier. Ich glaube, die beiden Sachen braucht man. Na schön. Dann nochmal zurück ins Labor. Und was kriege ich da als Belohnung nochmal? Ich habe es schon vergessen, aber ich glaube, die Schematik für die Munition. Natürlich, weil er hat ja herausgefunden, wie man die tötet. Und zwar mit Goldmunition. Macht auch irgendwie Sinn. Ja, cool. Schau an, schau an. Das ist aber auch neu, ne? Das ist definitiv neu. Sehr schön. Da ist sie. Da ist sie, unsere Schematik. Die Antwort ist Gold. Sehr schön. So, kann ich die jetzt einfach lesen oder... Genau. Mit Rechtsklick einfach lernen. Und fertig. Cool. Ich könnte noch eine Schematik herstellen, aber das bringt uns ja nichts. Gut, dann verlassen wir den Laden wieder. Sehr erfolgreich, wie ich finde. Wir könnten ein Bett bauen und wir können Goldmunition herstellen. Da sind wir doch auf einem guten Weg jetzt. Brett nehmen wir auch noch mit. Können wir uns vom Kopf nageln. Was ist das hier eigentlich? Könnte man vielleicht auch was anpflanzen. Na schön, also ab durch die Mitte. Wir setzen wieder Kurs und stellen uns noch ein Bettchen hin, selbstverständlich. Ja, noch ein bisschen Holz mit, weil es doch... langsam, aber sicher nicht mehr ganz so zufriedenstellend ist die Holzsituation, auch wenn ich einen ganzen Canyon abgeforstet habe. So, Tür zu. Es zieht. So, abheben. Jetzt dürfen wir aber, oder? Ja. Mach's gut, kleiner Sieger. Bis zum nächsten Mal. Okay, was haben wir für einen Kurs? Sollen wir auf das goldene Ding erstmal zufliegen und danach wieder Richtung Westen? Kann ja nicht sagen, was das ist aus der Ferne. Was haben wir denn jetzt? So einen Südwestkurs haben wir, glaube ich, eh schon, oder? Sehe ich das richtig? Ja, dürfte hinkommen. Ja, steuern wir mal drauf zu. Schauen uns die Geschichte da vorne noch an. Na komm. Passt das so? Ich glaube schon. Okay, das Bett. Das Bett, wo kommt's hin? Oben vielleicht, aber ja, ist auch nicht wirklich. Ich meine, es regnet halt nie und eigentlich ist es auch cool, hier so auf dem Deck zu schlafen, aber nee, nee, nee. Hier vorne haben wir es aktuell. Was kostet es eigentlich? Schauen wir mal. Wo ist es denn einsortiert? Decorations, oder? Tables. Shelves. Gibt es das Bett überhaupt schon? Ach, hier. 20 Fiber und 4 Nägel. Okay. Haben wir doch alles. Und Holz, wenn wir auch noch brauchen, oder? Ah, das ist der Canyon. Ziemlich sicher. Wie schlimm ist es denn bestellt um unsere Holzvorräte? Naja, gut. Ist zu vernachlässigen, oder? Also ich habe jetzt auch keinen Bock, diesen ganzen Canyon wieder abzuholzen. Nee. Kurz an Führerstand und... Westwärts. Ah, Engine ist aus, verdammt. Okay, das haben wir gleich. Kurz ein bisschen kurbeln. Dann noch schnell das Bettchen. Wir haben es gleich, wir kriegen es noch hin. Wir schaffen das noch mit dem Bett. In dieser Folge noch, versprochen. Nur kurz Probleme lösen.
So. Kiste läuft wieder. Stückchen noch. So. Ja, ist eigentlich auch ganz cool, hier so ein bisschen auf der Biomgrenze zu fliegen. Aber das ist 100% der Canyon. Den brauchen wir jetzt einfach nicht. Seeker-Klaue haben wir ja bereits und jetzt auch die Schematik erforscht. Ja, dann setzt mal Kurs auf die nächste Höhle, denke ich mal. Soll mir recht sein. Vielleicht findet man nochmal eine etwas umfangreichere, nett gestaltete Höhle. Habe ich nichts dagegen. So, Bett. Ach, größte, schwierige Entscheidung. Soll ich es hier hinten irgendwo hinsetzen? Ja, eigentlich schon, oder? Dann nehmen wir den Kaktus eher so als Deko hier und setzen hier vielleicht mal das Bett hin. Zack, zack. Na gut, ich meine, es ist halt auch jetzt nicht unbedingt das nobelste aller Betten hier, aber besser als auf dem Boden zu liegen, würde ich mal sagen, oder? Ja, setzen wir hier hin. Das passt schon. Okay. Bettchen gebaut. Was sollte ich sonst noch machen? Ernten vielleicht nochmal. Ja, wobei den lassen wir stehen. Der ist einfach jetzt zu Deko-Zwecken, damit wir besser träumen und so weiter. Ah, kommt da der alte Mann? Das ist der alte Mann. Ausgezeichnet. Wunderbar. Das nehmen wir dann auch direkt in der nächsten Folge dankend mit. So, wir ernten nochmal schnell hier oben ab. Sehr gut. Vielleicht hat der ja nochmal irgendwie anderes Saatgut. Ich weiß nämlich nicht mehr, was wir dem angesät haben damals. Also, der hat ja so eine Art Questreihe dabei, wo man ihm hilft, irgendwie Dinge auszubringen. Ich befürchte fast, dass er auch einfach nur Kakteen ausgesät hat. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir da tatsächlich nochmal ein bisschen anderes Saatgut. Das wäre ja schon ganz cool. So, jetzt haben wir hier echt keinen Platz mehr, ne? So viel Zeug. Okay, das hat ja eigentlich nichts verloren. So macht es, glaube ich, mehr Sinn. Das kommt noch da rein. Das schmeißen wir da rein. Das hat keinen Platz mehr. Das kann es decken. Und da haben wir, glaube ich, auch keinen Platz mehr. Schmeißen wir es einfach hier rein. Ich wage eh zu bezweifeln, dass wir diese Goldpickaxe aktuell in der aktuellen Version überhaupt brauchen. Ich habe zumindest noch keine Meteoriten gesehen. Kann mich jedenfalls nicht erinnern. Na gut. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Landung in der nächsten Folge werden wir uns diese Höhle da drüben vornehmen und dann zusehen, dass wir auf dem direkten Weg zum alten Mann kommen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und lasst euch nicht ärgern. Macht's gut.